Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft Staffel 6. Weiter geht's. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert über Rotary Craft. Bisschen einfach mal im Internet geguckt. Aha, hier. Können wir wieder nachlegen. Oh, ich muss den nicht platzieren, ich muss die hier reinschmeißen. Aber ich habe noch immer keine Axt neu gebaut. Ich brauche wieder eine neue Axt. Da baue ich mir gleich eine Dia-Axt wieder. So. Wieder eine Dia-Axt. Habe ich auch noch Diamanten? Doch. Drei. Dann. Zack, dann haben wir wieder eine neue Dia. Dich ja schon mal, aber. Die ist kaputt gegangen. Oh, es regnet. Kacke. Können wir schlafen? Nee. Sie will kein Sound. Warum ist kein Sound? Der hat das nicht gespeichert. Ah, Musik brauche ich eh keinen Navi. Warte mal. Hier habe ich diesen Autonomous Activator hingebaut. Mit Rätsel kann man die ja nochmal ernten. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Mal gucken. Hier haben wir noch Fuel, da können wir noch hier da reinhauen. Da habe ich noch ein bisschen Dust produziert. Eisen brauchen wir unbedingt noch. Den wir noch HSLA-Stahl brauchen. Deal habe ich ja auch schon hergestellt hier drin. Der Dame HSLA Star. Deal habe ich. Ah ja, genau. Hier drin haben wir ja das. Ja, was war denn das? Wir hatten es geheißen, das Deal Dust hergestellt und das habe ich einfach in den Ofen geschmolzen. Sowas. So war das, Leute. Der Regen kotzt mich an, wisst ihr das? Gut, jetzt schauen wir mal weiter bei Rotary Craft. Und zwar fangen wir mal an. Wir brauchen mal Werkzeug. Diesen Schraubendreher. Holz, Stick, Eisen. Na, das sollten wir zusammen bekommen. Eisen, Holz und ein Stick. Screwdriver, genau. Und wir brauchen dieses hier. Englua. Engu? La? Transducer. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und da habe ich Enderman gejagt. Und ist das Rohholz? Ne, alles Holz und ein Stick. Okay. Also Stick haben wir eh noch. So, so. Nee. War das so? Ja. Den brauchen wir auch noch. Was das ist? Der Schraubendreher, ganz klar. Damit kann man die ganzen Maschinen drehen und so weiter. Und mit denen hier kann man einfach mal draufklicken und erhält links unten im Chat gewisse, ja, Sachen, die man auch oben im Weiler hat, eigentlich die Temperatur. Braucht man eigentlich nicht, aber okay. Werden wir demnächst brauchen. Dann müssen wir noch ein paar Sachen craften und zwar brauche ich jetzt eine Engine, also eine Stromversorgung. Das ist die DC Electric Engine. Der fangen wir mal an. Dazu brauchen wir Worktable, das ist ein eigener Table. Da müssen wir uns auch noch bauen. Rotary Craft Worktable. Bin ich jetzt dumm? Nicht, da ist er. Der war jetzt. Ach so, genau. Bricks, das heißt, ich brauche Clay. Habe ich Clay? Ich weiß gar nicht. Bei der Welle brauche ich einen normalen Worktable, dann brauche ich Zinn. Slabs. Was bauen wir noch? Ein Redstone? Clay? Nee. Clay? Nee. Ich habe wahrscheinlich gar kein Clay noch, oder? Ich hatte doch. Da habe ich das schon verbraucht. Schaufel. Habe ich keine Schaufel mehr? Okay, dann machen wir schnell eine. Sticks noch. Zack. Dann nehmen wir uns einfach eine Steinschaufel. Sollte genügen. Die haben mal genügend Wasser um uns. Komisch, dass das Wasser die Lava hier nicht vernichtet. Hier wird wohl irgendwo Clay drin sein, hoffe ich halt. Ist das Clay? Ja, da haben wir schon Clay. Zack, rausgebuddelt hier. So. Reinhüpfen, rausholen, fertig. Das nehmen wir auch noch mit. 40, das reicht. Nur ein Brick.
dummes Schaf. Wo ist eine Sonne? Die Sonne soll kommen. Ich will Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber wie das heißt, keine Ahnung. Geht noch immer nicht. Das müssen wir jetzt mal durchschmetzen, aber nicht alles. Bisschen behalten wir uns. Man weiß ja nie. Wir brauchen jetzt genau einen, oder? Ein Brick, also 4 Bricks. Einmal. Können wir noch ein bisschen Eisen durchjagen, wenn wir wollen. Wir haben 15. Haben wir noch ein bisschen durch, während wir warten. Denn wir werden noch jede Menge von diesen HSLA-Stahl brauchen. Für Rotorycraft. So, 4 Stück haben wir. Du weg hier, das interessiert kein Eisen durch. Dann können wir hier in den Furnace auch noch Eisen rein tun. 9 Stück. Gunpowder, da muss ich aufpassen, habe ich nicht mehr viel. Dann brauchen wir den Table hier. Da brauchen wir ein sowas. Einmal sowas. Ich glaube Zinn, oder? Schaut so aus. Ein Redstone und das hier. Okay, doch nicht. Was ist das? Also HSLA-Stahl. So, jetzt haben wir es. Worktable Rotary Craft. Die könnten wir eigentlich hinter die stellen. So, dann haben wir die auch in meinen Griff bereit. Dann brauchen wir wieder diese DC Engine. So. 3, okay, das sollten wir hinbekommen. Zip. Okay, das ist anscheinend wieder ein normaler Table, das ist immer so kompliziert. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Zack, zack, das kriegen wir so hin. So, und den Rest können wir eigentlich hier machen. Geht das so? Nee. Ah, zweimal Redstone. Brauchen wir auch noch, so. Das heißt, Redstone, Redstone, du hier, du und das andere war Stahl, oder? Ja. Grüner Pfeil heißt, das funktioniert. Diese Engine, das ist unsere erste Stromquelle. Die bringt uns aber jetzt noch nichts. Wir werden dann gleich weiterbauen. Dann brauchen wir eine Pumpe. Blablabla. Pneumatikpumpe, nee. Beipumpe, nee, das brauchen wir, die Pumpe. Okay, die ist schon etwas teurer. Hier brauchen wir zweimal. Das heißt, wir brauchen dann noch eine Runde. So. Das haben wir. Liquid Pipes, das heißt, wir brauchen Glas. Glas habe ich nicht mehr. Schauen, ob ich irgendwo Sand noch durchschmelzen. Da bauen wir uns gleich einen zweiten Ofen, dann geht es schneller. Einmal den hier und hier oben haben wir Fuel. Zack, zack. Dann lassen wir hier Sand durch. Hier noch ein bisschen Stahl. 9,9, also kein extra bekommen. Eigentlich haben sie gesagt, man bekommt hier extra. Hm, komisch. Die lügen ja, die Leute. So, so. Das hier. Kann man den mal hier rauf tun? Brauchen wir da nicht. Ja, die Maschine haben wir. Wenn wir zum Beispiel mal die DC platzieren, sieht man hier ein rotes Feld. Rot heißt immer Output, grün Input. Und wenn wir jetzt hier mit dem Schraubendreher kann man die drehen. Und mit diesen kann man dann, wenn jetzt der Kasten verschwindet und man nicht mehr weiß, wo ist Output Input, einmal raufklicken. Draufklickt, dann sieht man hier links unten die Werte. Und zugleich sieht man die roten bzw. grünen Felder wieder. Wie gesagt, rot ist Output, grün ist Input. Diese Engine hat natürlich nur ein Output. Kann man wieder ganz normal abbauen. Mit Shift sieht man hier, wir haben Power 1,024 Kilowatt, entspricht 1024 Watt, 4 Newtonmeter und 256 Rad pro Sekunde. Was das auf sich hat, sehen wir dann später mal. Das sehen wir alle später mal. Das brauchen wir jetzt noch nicht.
wird oben in einer Crafting-Table wieder sein, oder? So. Zack. 16. Okay, das sollte genügen. Was haben wir hier? Mit Sinn können wir das umwandeln, das passt auch. Und das ist einfach ein Plus. Aber nicht hier. Ah, wie ich das hasse. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Kriegen wir gleich 13 Hammer oder haben wir nicht? Doch, Hammer. Kriegen wir da gleich das raus? Aha. Stil-Dinker. Brauche ich nicht. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Glasplatte brauchen wir noch. 6 Glas. Ne, ja. 6 Glas brauche ich. Eisenglas. Platten habe ich noch. Das heißt, hier aber das. Dreimal die Platte, glaube ich. Nee. War das so? Nö. Wie war das? Achso, dreimal Glas. So, was war oben? Zweimal Stahl. So, dann haben wir die Pumpe. Die Engine, die Pumpe. Das könnten wir eigentlich schon mal aufstellen, dann haben wir das schon hinter uns. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Platz in dem da. Dich brauche ich nicht, das. Den ganzen Schotter mal weg, das behalte ich. Die zwei Eimer, da brauchen wir Wasser. Dein Bett. Da gehen wir mal schlafen, dann ist wieder Tag und der Regen weg. Der nervt am meisten. Der nervt. Hoffen wir, dass der jetzt verschwindet. Normal schon, ja. Mittag. Zweimal Wasser, bitte. Oh, was haben wir hier für eine Pflanzen? Am Wasser. So. Haben wir hier fließendes Gewässer jetzt? Nee, passt. Dann bauen wir uns hier oben eine unendliche Wasserquelle. So. Nur gucken, wo wir das bauen. Ich habe mal den Fornatze. Dann bauen wir uns das professorisch mal hier hin. Mal kurz überlegen. Wasserquelle, das. Hier. 1, 2. Eine Vierer Wasserquelle. So. Dann holen wir uns hier. Hallo? Normal sollte das Wasser ja wieder zurückfließen, oder bin ich doof? Ah, jetzt. Das dauert ein bisschen. So, mit der Axt klopfen wir mal auf den Baum, bis der umfällt. So, nochmal hier Platz. Den lass mal stehen. Du noch weg, du Vanillaschote, du. Wasser können wir eigentlich hier irgendwo reinschütten. Dann haben wir eben einen Wassereimer hier. So, dann. Hier die Pumpe drauf. Zack. Hier sieht man grün. Grün haben wir gelernt ist Input. Die Engine, die könnten wir eigentlich hier drauf bauen. Auch übers Wasser. Zack. Output rot auf die Engine, das passt. Jetzt müssen wir nur noch Output und Input gleich drehen. Hier sind Output, Input hier, das heißt, wir müssen das einmal drehen, zack. Maschine auch richtig noch mal drehen, so. Maschine, Pumpe, das passt. Dann können wir die Pumpe mit dem Redstone-Signal beziehungsweise die Engine, das ist so wie eine Redstone-Engine. So, dann arbeitet die hier und jetzt dreht sie auch drin die Pumpe. Und wenn wir jetzt mit diesen draufklicken hier, sehen wir unten hat was und hier sehen wir auch, kriegt. Die braucht 1024 Watt und die liefert 1024 Watt beziehungsweise 1 Kilowatt, das passt. Gut, dann brauchen wir noch eine Maschine, die nennt sich, wie hat sie das, weiß ich schon wieder. Steam, irgendwas mit Steam Engine, genau, die brauchen wir, die produziert jede Menge. So, oh, da haben wir wieder einiges zu craften, ne? Aha. Zack, 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 zack. Viermal und der Rest so. 2, 3, 4 mal.
Der Rest so, dann haben wir da diesen Kondenser, den Impeller, der war so und Zinn. Dann haben wir den auch schon. Was war da noch? Schaft sollten wir auch noch haben, haben wir auch. Zwei Platten haben wir auch, haben wir eigentlich alles, oder? Cobblestone haben wir auch. So, oben war dreimal Cobblestone, dann war der, 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 der und was war unten? Was? Kupfer. So. Und ein Kupfer. Steam Engine, jawohl. So, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Die Steam Engine bauen wir uns in der nächsten Folge auf. Da muss ich noch was vorbereiten, damit dann die nächste Folge nicht so lange dauert. Und dann geht's weiter mit Router Recraft. Dann macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, Abo da und schaut wieder rein.